Hier ist wieder Bianca Telle. Heute möchte ich euch und Ihnen erzählen über meine neue 5-Sterne-Total-Touch-Heiler-Ausbildung. Insgesamt bilde ich schon seit 30 Jahren aus, Energiearbeit und sehr viel Vorlauf an Ausbildungen in verschiedensten Kulturen. Total Touch war immer zweigeteilt, das heißt, die eine Seite ist Total Touch, die Arbeit mit Energie, mit Gedanken, mit Gefühlen, mit Gedankenformen und Mustern und dazu sehr viele wunderbare Techniken, die im weitesten Sinn Geistheilungstechniken sind. Und die andere Seite war und ist die reine Körperarbeit, rein im Sinn von nicht nur Körperarbeit, sondern eine ungewöhnlich tiefe Körperarbeit, die sehr sanft ist und enorm effektiv. Entstanden aus Holistic Pulsing, das wiederum hat seinen Hintergrund in der Tragertherapie und seinen Hintergrund in uralten Techniken der Aboriginals. Von Holistic Pulsing aus bin ich weitergegangen in ganz wunderbare Differenzierungen und Erweiterungen hinein. Und seitdem heißt es Total Touch Pulsing. Was ist jetzt das Neue an der Ausbildung? Die neue Ausbildung ist gegründet auf den Seminaren 5 Sterne Total Touch, deren Vorläufer die Gold-Serie ist. Alles hat den Hintergrund und den Schwerpunkt auf der Zeitqualität, auf der enormen Umstimmung, auf der Neugeburt der Erde, auf den neuen Anforderungen, denen wir ausgesetzt sind und der immer besser und vollkommener werdende Umgang mit der neuen Energie. Seit Jahren sind wir mitten in den Wellen der neuen Energie. Diese Wellen kommen und gehen, bewirken in uns eine Beschleunigung bis hin in das kleinste Zell- und Gengeschehen hinein. Immer wenn diese Beschleunigungen sind, dann bedeutet es auch, wir haben viel zu tun mit Katastrophen auf der ganzen Erde, Naturkatastrophen, aber auch mit Kriegen und kriegerischen Geschehen. Viele Menschen gehen dann, die gehen deshalb, weil sie diese Übergangszeit, in der wir gerade sind, die nicht gerade einfach ist, vermeiden wollen bzw. überspringen wollen. Wenn dann die neue Energie komplett auf der Erde ist, werden sie in großen Massen auch wiederkommen und gleich hineinschlüpfen können. Wir, die wir hier sind und jetzt in diesem Moment leben, haben uns genau diese Zeit, diese sehr, sehr spezielle Zeit ausgewählt, die die Menschheit als solche und auch der Planet Erde noch nie erlebt hat. Deswegen können wir einiges bewerten und beurteilen, das meiste aber nicht. Wir können eigentlich nur mit dem mitgehen, was gerade wieder von uns gefordert wird. Sehr spannend, kann ich auch sagen, aus meiner Naturheilpraxis, die es schon weit über 30 Jahre gibt, dass ich diese Wellen auch nachvollziehen kann in Zusammenhang mit den Schwerpunkten der Beschwerden der Patienten. Um mal so einen kleinen Ausschnitt zu geben aus den letzten Jahren, es hat sich sehr viel gehandelt und handelt sich immer noch um Gelenkprobleme, auch bei den jungen Leuten. Um Herzprobleme, oft ist die Ursache überhaupt nicht herauszufinden. Sehr viel psychisch schwierige Durchgänge bis hin zu psychiatrischen Aufenthalten. Sehr viel Depression, sehr viel Verwirrung, Orientierungslosigkeit. Burnout ist letztendlich ein Ableger von Depression. Und, das können sicherlich alle nachvollziehen, enorme Veränderungen, die absolut in jede Komfortzone unseres Lebens hineinreichen. Beziehungen gehen auseinander, neue bilden sich, Berufe werden gewechselt, es gibt auch zum Teil viel Leerlauf und dieser Leerlauf ist sehr gewollt. Es ist ganz wichtig, sich dafür zu entscheiden,
in der Entwicklung zu bleiben und zu lernen in jeder Beziehung, denn es wird von uns gefordert, dass wir die Berufe leben, die uns auf den Leib geschneidert sind. Das sind die Berufe, die ganz in engem Zusammenhang mit der Entwicklung der Seele stehen und unserem innersten Wesen. Was sehr schwierig ist in dieser Zeit, ist, dass der Verstand unbedingt mitgenommen werden muss. Der Verstand ist der Teil in uns, der immer nach dem Wie fragt und die Machbarkeit. Das ist auch der Zweifler, das ist Problemfabrik Nummer 1. Er befindet sich sehr, sehr gerne in der Vergangenheit und will so gar nicht in die Gegenwart, in die schlichte Gegenwart hinein. Ist so programmiert, dass er aus der Vergangenheit, die er ja dauernd einordnen und beurteilen muss, schließt, dass so unsere Zukunft ist. Und der muss jetzt ganz besonders mitgenommen und neu trainiert werden. Wie wir wissen aus der herrlichen neuen Gehirnforschung, laufen wir den ganzen Tag, wenn wir davon ausgehen, zwischen 60.000 und 100.000 Gedanken am Tag, nur auf Programmen, nur auf Erinnerungen. Und wir alle kennen dieses endlose Gequatsche des Verstandes. Jetzt kommt 5 Sterne Total Touch ins Spiel. Was ist das Neue und was ist auch diese Bedingungslosigkeit, die ich in diese neue Heilerausbildung hineingebe? Ich weiß, dass wir von der Zeitqualität her uns aus unseren normalen Bezügen von Raum und Zeit hinaus bewegen. Das muss auch so sein und das ist natürlich zutiefst verunsichernd. Und dafür habe ich verschiedenste Module, Techniken, Tools, die alle sehr leicht anzuwenden sind und genau auf diese Anforderungen der Zeit eingehen. Es bedeutet, wir gehen unbedingt mit unseren Gedanken, mit unserem inneren Betrieb, den ich in aller Ausführlichkeit immer wieder vorstelle, unsere inneren Anteile. Wir lernen mit ihnen in den Dialog zu gehen. Vor allem aber lernen wir auch viel, viel näher, selbstverständlich, unserer Seele zu sein, unserem Bewusstsein und unserem höheren Selbst in Form unseres persönlichen Engels, den wir alle haben und als Geschenk mitbekommen haben, wie so vieles andere, zum Beispiel auch den freien Willen. Und unser persönlicher Engel, das ist unser erlöstes Ich in Form des höheren Selbst, uns gibt es also zweimal, ist sozusagen unsere Vollversion. Und wir sind sehr gut beraten, viel, viel enger in diesen Zeiten mit unserem sehr persönlichen Engel zusammenzuarbeiten, ihn durch uns durcharbeiten zu lassen, ihn zusammen mit Seele und Bewusstsein viel mehr um Rat zu fragen und dann natürlich in die präzise Gestaltung zu gehen, endlich, unseres Lebens und in die Gestaltung von jedem Tag. Dazu gibt es die herrlichsten Werkzeuge, die sehr klug sind, sehr weitreichend sind. Die ganze Ausbildung ist natürlich erstmal dazu da, auch das ist sehr zukunftsbestimmend, dass wir uns selbst heilen und die verschiedensten Möglichkeiten haben, Probleme welcher Art auch immer anzugehen. Selbstverständlich Gesundheitsprobleme, hier werden wir sehr präzise sein, lernen, die Muster herauszufiltern, die eigentlich dieses Kranksein ausgelöst haben. Wir werden selbstverständlich auch lernen, in die Ahnenreihen hineinzugehen und dort zu erlösen. Wir werden in Karmisches hineingehen, ohne dass wir noch Rückführungen machen oder Familienstellen. In beiden bin ich sehr lang ausgebildet worden und mir ist es sehr wichtig in meinen Ausbildungen, dass es einfach bleibt und dass es Abkürzungen gibt. Alles soll aber nicht so sein, dass darunter die Präzision leidet. Wir werden sehr schön in die Zellen hineinarbeiten können, den Dialog so eröffnen können, dass wir auch den Zellen und auch den Genen sagen, was wir genau wollen. Das ist ein sehr wichtiges Training, dorthin zu gehen, was will ich und das jeden Tag. Und den Verstand auch umzutrainieren, der ja ewig in den Verweigerungen ist und in dem Ja-Aber und sich verliert in dem, was er alles nicht will. Und es gibt die herrlichsten Techniken, Gedanken zu stoppen und den
Verstand zum Teil auch sehr witzig umzutrainieren, sodass es uns eigentlich dann auf den Leib geschnitten sein kann. Und der Verstand macht toll mit, wenn wir ihn da ein bisschen geschickt auch trainieren, in dieses Neue hineinzugehen und die Konzentration zu legen auf das, was wir wollen. Es gibt im 5-Sterne-Total-Touch einen ganz tiefen Zugang und Umgang mit unseren Gefühlen. Ich habe immer wieder, werde sehr geleitet, in die herrlichsten, zum Teil auch sehr alten Quellen zu gehen, die schon vor langer Zeit herausgefunden haben, was eigentlich genau unsere Gefühle sind und was sie wirklich können. Darüber hinaus haben wir herrliche Techniken, es geht immer um Heiltechniken. Mit der neuen flüssigen Kristallenergie zu arbeiten, zu lernen, sie zu bündeln, für uns und für andere einzusetzen. Sehr schön ist bei den vielen Techniken, die wirklich aus allen möglichen Bereichen kommen auch, dass diese Techniken für uns selbst einsetzbar sind und für andere. Alle auch von der Ferne. Das heißt, all diese Techniken haben was überaus Praktisches. Ich gehe mal hinüber dann von den Total Touch Geistheilungstechniken zu der Total Touch Körpertherapie. Das ist das Total Touch Pulsing. Da könnt ihr und können Sie auch ein Video dazu anschauen auf YouTube unter dem Stichwort Trailer Total Touch Pulsing. Das ist ein kleiner Auszug aus dem Film, der gemacht wurde zu meinem Seminar Total Touch Pulsing Kompakt. Da kann man also sehr gut sehen, wie das aussieht. Und dieser Körpertherapie-Teil ist unerlässlich für die Ausbildung, weil wir viel zu wenig Kontakt haben, wirklich innigen Kontakt zu unserem Körper. Wir lernen in der Pulsing-Ausbildung das Körperlesen, das wirkliche Hinschauen, ohne dass das dritte Auge schon besonders geöffnet ist, was sich allerdings während der Ausbildung definitiv öffnet, genauso wie bestimmte Chakren, die wir unbedingt zum Heilen brauchen und auch zum Handauflegen. Eine sehr wichtige Grundübung ist das Erwecken des inneren Körpers. Auch hierzu gibt es ein Video auf Total Touch zum Mitmachen. Das ist die Basis, wie ich jede Ausbildung anfange. Das bedeutet auch, da kommt natürlich zum Tragen meine sehr lange Ausbildung auch in chinesischer wunderbarer Arbeit bis hin zur taoistischen Philosophie. Wir gehen in die Meridiane hinein, wir lernen das Qi, die Lebenskraft ganz schnell tief in den Körper hineinzuziehen, sodass alles, was wir machen, auch übrigens für den Alltag, jede Technik ist absolut alltagstauglich, muss es auch sein. Wenn wir mit dieser tiefen inneren Energie arbeiten, dann wird alles sehr viel stärker und sehr viel erfolgreicher sofort. Und dann kommt das Pulsing. Die Seminare sind 5 insgesamt, 5 Wochenenden, sind sehr klar strukturiert und aufeinander aufgebaut. Es werden ca. 100 Griffe oder mehr gelernt vom Pulsing. Nicht schwer, aber sehr, sehr tiefgreifend. Und dieser praktische Teil beim Pulsing ist natürlich auch sehr ausgewogen. Das heißt, es gibt die Theorie, ich zeige die Griffe und dann wird aneinander geübt, sodass je nachdem, wie lang das Wochenende ist, das erste Wochenende ist 2 Tage, die nächsten 4 Wochenenden sind 3 Tage pro Tag, sind eingeteilt in 2 Blöcken jeweils vom Pulsing her, 1 Stunde nehmen, 1 Stunde geben und das Gleiche dann wieder am Nachmittag. Und jedes Geben vom Pulsing, das ist so genial, bedeutet auch, dass wir empfangen. Nach jeder Pulsing-Sitzung, und das ist nicht übertrieben, fühlen wir uns körperlich definitiv anders. Das geht aber so weit und so tief, dass wir sofort den Eindruck haben, ich habe eine ganz andere Wahrnehmung, ich sehe die Welt jetzt anders. Und damit können wir auch wieder erleben, wie wichtig unser Körper ist. Und dieses herrliche Durchbewegen, dieses Wiegen und Schaukeln macht einfach bis in das tiefste Zellgeschehen hinein sehr, sehr viel Sinn. Das Stichwort Wahrnehmung, Wahrnehmungsveränderung, zieht sich auch als ein roter Faden durch die Total Touch Ausbildung durch.
denn fast alles steht und fällt mit unserer Wahrnehmung, ob wir es wissen oder nicht. Und dazu gibt es sehr viele Hinweise, ganz leicht durchzuführen, wie wir jeden Tag innerhalb von weniger als einer Sekunde unsere Wahrnehmung ändern, damit unsere Aura ändern und damit schon wieder unser Erleben, auch übrigens das, was wir dann anziehen jeden Tag in unserem Leben. Und natürlich geht es auch in der Essenz darum, dass wir, wenn wir so viel gereinigt haben und so herrlich unser Bewusstsein angeschaltet haben und uns schulen lassen von unserem Bewusstsein, dass wir immer, immer besser werden im Erschaffen. Und wie gesagt, das sind alles sehr präzise Werkzeuge, das ist nichts aus der Luft gegriffenes. Allerdings werde ich seit Jahren sehr, sehr stark trainiert und diese Techniken sind absolute Wunderwerke der Zukunft, von denen ich selber sehr viel lerne auch. Und während des Lehrens werde ich immer weitergebildet. Wie können sie noch tiefer gehen? Wie können sie noch ausgebaut werden? Ja, mehr Informationen findet ihr und finden Sie auf meiner Homepage und ich kann auch gerne auf Anfrage einen speziellen Flyer zuschicken. Ende Oktober 2014 beginnt die neue Ausbildung. Sie wird in Deutschland, in Gelting erstmal stattfinden, bei München, dann aber auch in anderen Städten und dann wieder auch in Österreich und in der Schweiz. Es wird mehrmals im Jahr eine neue Ausbildung beginnen. Wer Lust hat und gut ist im Organisieren, kann mich gerne ansprechen, bekommt dann die ganze Ausbildung umsonst. Also, dann freue ich mich vielleicht auf unser gemeinsames Zusammenarbeiten. Alles Gute und tschüss.